Hallo und herzlich willkommen zu einer zweiten Folge aus unserem neuen Park Biosyn Jurassic World. Ich habe jetzt hier direkt angefangen mit den Terrainarbeiten für das nächste Gehege. Und dort habe ich erstmal das Grundlevel von dem Gehege etwas abgesenkt, dass man wieder von oben vom Weg gut runterschauen kann. Und im Hintergrund habe ich schon mal so einen kleinen Berg eingezeichnet. Und dort soll dann auch ein Weg hochführen. Falls ihr euch fragen solltet, warum ich das hier so komisch stufenweise einzeichne, das liegt daran, dass man das so dann am Ende einfach einmal überglätten kann und dann auch eine schöne gleichmäßige Steigung hat. Und ganz oben auf dem Berg habe ich mich dann dazu entschieden, zwei Aviarien-Beobachtungsgalerien zu platzieren. Diese finde ich an so Steilhängen immer ein bisschen passender als die normalen Beobachtungsgalerien. Die kann man aber leider nur mit Mods außerhalb von Aviarien platzieren. Deshalb habe ich noch eine weitere Mod installiert, die heißt, glaube ich, Expanded Sandbox Mode und ist auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Also wenn ihr es nochmal genauer wissen wollt, schaut gerne in der Videobeschreibung nochmal vorbei. Als nächstes habe ich jetzt hier einen Zaun entlang unseres Hauptweges gezogen, bis zu der Wegfläche. Und das Terrain habe ich dann bis an den Zaun hin abgesenkt. Und natürlich auch angepinselt. Und dann habe ich angefangen, die Klippe, die dadurch entstanden ist, mit ganz vielen Felsen abzustecken. Und davor habe ich dann direkt Wasser eingezeichnet. Ich konnte allerdings nicht ganz an die Steine rangehen, weil sonst wäre der Weg wieder abgesenkt worden vom Terrain. Das wollte ich natürlich verhindern, deswegen habe ich ein bisschen Abstand gelassen. Und jetzt habe ich versucht, ganz viele kleine Pfützen auf dem Terrain schon mal einzuzeichnen. Weil das soll so ein bisschen sumpfiger werden, das Gehege. Also so sehr dschungelig, sumpfig. In die Richtung sollte es gehen. Und genau an dieser Stelle ist mir dann eingefallen, du hast ja noch eine Jurassic Tour, die da auch noch durch das Gehege muss. Das habe ich irgendwie am Anfang komplett vercheckt. Und dadurch hatte ich es halt jetzt ein bisschen schwieriger, weil ich jetzt im Nachhinein das Terrain nochmal anpassen musste. Ich habe dann auch am Anfang von dem Gehege ein Jurassic World Tour platziert, weil das ja sozusagen das erste Gehege ist, wo die Tour dann durchfährt. Und auf der anderen Seite musste die Tour natürlich auch wieder rausgeführt werden. Das heißt, dort muss ich das Terrain auch nochmal ein wenig anpassen. Und jetzt, wo der Grundriss vom Gehege steht, kam erstmal ganz viel Felsarbeit auf mich zu. Ich habe angefangen bei dem Jurassic World Tor. Und weil mir die Felsen noch ein bisschen zu niedrig waren, habe ich dort dann auch noch ein kleines Stück Zaun auf beiden Seiten hingebaut. Und jetzt hatte ich natürlich auch noch ein riesiges Stück Berg vor mir, wo überall noch Felsen und Steine hin mussten.
Und auf der anderen Seite, wo die Jurassic Tour dann das Gehege wieder verlässt, musste natürlich auch noch ein Tor hin. Allerdings diesmal natürlich kein Jurassic World Tor. Und jetzt kamen wieder weitere Felsen. Also das wird schon wieder ein sehr objektreicher Parkbereich. Und jetzt ging es als nächstes um den Besucherplaza. Dort mussten wir natürlich auch noch einiges an Deko-Objekten unterbringen. Ich habe dann natürlich auch wieder viel versucht, mit Fliesen im Wasser zu arbeiten. Und Beleuchtung habe ich natürlich auch eingebaut. Das will ich ja sowieso im gesamten Park machen. Als nächstes habe ich daneben einen Souvenirladen gebaut, weil so einen hatten wir auch noch gar nicht im Park. Den habe ich von der Gestaltung her wieder ähnlich gemacht wie die ersten Läden am Eingangsbereich. Und jetzt musste natürlich auch das Drumherum noch ein wenig gestaltet werden, also der Übergang zum Wald mit Felsen, kleineren Bäumen und Büschen.
Und jetzt habe ich auch nochmal die Wegfläche oben bei der Beobachtungsgalerie angepasst, damit wir dort auch die zweite Wegfarbe mit drin haben, die wir schon im gesamten Park verwenden. Dann noch ein paar mehr Büsche und Bäume. Das, was ich quasi gerade die ganze Zeit schon gemacht habe. Und jetzt ging es an die Gehegegestaltung. Dort habe ich erstmal noch ein bisschen mehr Wasserpfützen eingezeichnet, weil ich wollte ja, dass es so ein bisschen feuchter ist, das Gehege, und so ein bisschen sumpfiger wirkt. Dann schon mal die ersten Büsche. Und auch die ersten Bäume dürfen natürlich nicht fehlen. Da habe ich erstmal solche, ja, was sind das denn für Bäume, solche Urwaldbäume gemacht. Solche ganz alten Bäume. Davon kann man leider aber den Wald dann nicht ganz so dicht machen. Deshalb habe ich mich dann auch noch dazu entschieden, ein paar von den normalen Bäumen dazwischen zu packen. Na, was heißt ein paar? Also ich habe schon wirklich einen dichten Wald geschaffen. Das war auch mein Ziel. Und ich habe jetzt hier auch nochmal die ganze Klippe ein bisschen grüner gemacht, mit so ein ganz paar Akzenten, dass es ein bisschen bemoost aussieht. Ich hätte das auch mit Büschen und sowas machen können, das habe ich auch getestet. Aber dadurch, dass die Klippen so steil sind, werden die Büsche dann immer so geschwebt und das wollte ich nicht. Deswegen habe ich das letztendlich dann mit dem Terrain-Tool gelöst, einfach so ein bisschen die Oberfläche angepinselt. Und auch im Gehege habe ich das Terrain dann nochmal etwas angepasst. So ein bisschen Erde und Sand dort mit reingearbeitet. Und dann natürlich auch noch einige Felsen, die durften auch nicht fehlen. Jetzt noch ein paar selbstplatzierte Bäume an den Stellen, wo das Pinseltool mich nicht glücklich gemacht hat. Unsere neuen Bewohner landen jetzt da gerade im Hintergrund. Ihr könnt sie schon erkennen, aber wir gehen da gleich noch ein bisschen näher drauf ein. Aber vorher möchte ich euch nochmal eben ein Problem zeigen, was ich habe. Nämlich ist es halt so, dass ich natürlich das Gehege jetzt nicht komplett, jetzt könnt ihr es nochmal genauer sehen, was es ist. Aber es ist halt so, dass ich das Gehege nicht komplett mit Zaun umzäunt habe, nur hier die Stelle und hier vorne. Und der Rest ist eigentlich nur mit Felsen umzäunt. Och, schaut mal, wie viele Objekte ich hier verbaut habe. Aber ich hoffe halt echt, dass das reicht. Also, dass ich hier so viele Felsen habe, dass dort die Terries halt nicht mehr durchgehen können. Weil ansonsten muss ich natürlich nochmal eine Lösung finden mit einem unsichtbaren Zaun. Ich habe das Ganze auch schon ausprobiert mit diesem Zaun hier vorhin. Es gibt ja so einen normalen, unsichtbaren Zaun. Aber der ist halt auch irgendwie nicht so ideal. Man kann das zwar dann so verstecken und dann zum Beispiel das Stück hier auch reinmachen. Aber dann sieht man halt trotzdem noch dieses Stück hier. Und gerade wenn man das dann so am Rand entlang führt, wird das halt auch sehr schnell huckelig und sieht dann doof aus. Deswegen wollte ich das nicht machen. Und die Mod, mit der man komplett unsichtbare Zäune machen kann, die ist leider noch nicht geupdatet auf die neueste Version. Also die kann ich auch noch nicht verwenden. Deswegen hoffe ich einfach mal, dass die Terricinos hier drin bleiben werden im Gehege. Wir können jetzt ja mal eben reinfliegen und uns mal unsere neuen Bewohner anschauen. Zwei Stück sind's. Einmal in wunderschöner grüner mit die gelben Muster. Den Skin mag ich richtig gern. Der passt auch super in diese Landschaft. Und wir haben dann auch noch einen etwas auffälligeren, nämlich eine rote Variante mit gelbem Muster. Ich denke mal, zwei ist auch genug für diese Größe. Wenn man dann von hier oben guckt, kann ich mir schon gut vorstellen. Da kann man die sogar echt gut sehen. Also die Besucher haben wirklich eine super Sicht und man kann ja sogar noch da hinten in die Galerie zum Beispiel gehen, um eine noch bessere Sicht zu haben. Oh, das ist jetzt aber das fertige Gehege. Und ich würde mich natürlich sehr freuen darüber, wenn ihr ein Like da lasst, wenn euch das Projekt gefällt. Und auch, wenn ihr tolle Namensvorschläge für die beiden hier in die Kommentare schreibt. Dann könnt ihr euch hier nämlich verewigen in meinem Park.